Hallo, ich begrüße Sie zu Tuck Talk. Heute ist alles ein kleines bisschen anders als sonst, denn aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns dazu entschieden, die eine oder andere Spezialsendung über eine Videokonferenz zu produzieren. Dazu habe ich mir verschiedene Gäste aus unserer Universität eingeladen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf besondere Weise für die Bewältigung dieser Krise engagiert haben. Heute gehen wir unter anderem der Frage nach, wie sich die Corona-Pandemie aus psychologischer Sicht auf unsere Gesellschaft auswirkt. Ja, bei mir zu Gast ist heute Professor Georg Jahn. Er leitet seit 2016 die Professur für angewandte Gerontopsychologie und Kognition. Zudem ist er unter anderem Sprecher des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies und Studiendekan im Masterstudiengang Human Factors. An seiner Arbeit mag der gebürtige Bayer vor allem die vielfältigen Themen und Aufgaben sowie den engen Kontakt zu Studierenden und Angestellten in Forschung und Lehre. Während der Corona-Pandemie startete der Vater einer fast einjährigen Tochter gemeinsam mit Kooperationspartnern einen Telefonservice. Das Projekt nennt sich Morgenohr und dabei rufen engagierte Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger seit einiger Zeit ältere, alleinlebende Menschen regelmäßig an und hören zu. Herzlich willkommen, Professor Jahn. Hallo. Außerdem bei uns ist Stefan Mühlich. Er ist seit 2007 Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an unserer Universität. Darüber hinaus leitet er die psychosoziale Beratungsstelle, die Raucherambulanz Chemnitz sowie die psychotherapeutische Hochschulambulanz. Zu Beginn der Corona-Pandemie richtete der gebürtige Niedersachse eine Corona-Hotline ein und hat auch sonst immer ein offenes Ohr für seine Patienten und Patientinnen. Dabei hinterfragt er alte Gewohnheitsmuster und sucht nach Veränderung und Fortschritt. Herzlich willkommen, Professor Mühlich. Hallo. Ja, Professor Jahn, Professor Mühlich, wie haben Sie denn eigentlich die Corona-Pandemie bisher erlebt? Wie Sie schon gesagt haben, haben wir seit einiger Zeit eine kleine Tochter zu Hause und das Homeoffice hat es mir ermöglicht, mehr Zeit im ersten Lebensjahr mit ihr zu verbringen. Das hat mich sehr gefreut. Ganz generell fühle ich mich privilegiert, als Wissenschaftler und Hochschullehrer mit Corona-sicherem Arbeitsplatz gegenüber Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die in Kurzarbeit sind, Selbstständige und Künstler, denen geht es viel schlechter. Trotzdem fällt mir auf, dass ich den Kontakt zu den Studierenden in Präsenzlehrveranstaltungen vermisse und unsere Forschungstätigkeit ist auch gebremst, weil unsere psychologischen Studien den Kontakt zu Probanden erfordern. Ja, ich muss zugeben, dass mich diese Krise auch persönlich sehr beschäftigt hat. Ich habe mir schon anfangs vor allem Sorgen gemacht um meine Familie. Und ich habe natürlich auch ältere Verwandte, die das besonders getroffen hätte. Und die Situation war anfangs sehr, sehr schwer einzuschätzen. Es gibt kaum Forschungsergebnisse, es gibt keine Vorbilder. Insofern war das sehr schwierig zu durchschauen. Und meine persönliche Bewältigungsstrategie bestand darin, dass ich wirklich jeden Tag abends noch mehrere Stunden recherchiert habe und habe versucht, mich schlau zu machen und möglichst viel zu verstehen, wie eine solche Epidemie verläuft und was da dahinter stecken kann. Das war sozusagen die private Seite. Im Beruflichen haben wir eben schon gemerkt, dass unsere Forschungsprojekte stark behindert waren, die Datenerhebung ist teilweise nicht so weitergegangen, wie geplant, musste unterbrochen werden. Wir haben dann, wo es geht, in den Projekten, wo das möglich war, eben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und haben einige Items zusätzlich erhoben, um diese besondere Krisensituation mit abzubilden. Das hat zwar das ursprüngliche Studienprotokoll Anpassungen erfordert, hat es zunächst mal verletzt, aber ich denke, wir können dadurch auch ein paar neue Daten generieren. Ja, in der Lehre sind wir sehr viel dabei, das wird Georg Jahn ähnlich gehen, sehr viel dabei, eben die Vorlesung elektronisch aufzunehmen und zu besprechen. Und das macht doch viel mehr Aufwand, als ich anfangs erwartet hatte. Das ist ziemlich zeitaufwendig und man vermisst natürlich, ich denke, das geht beiden Seiten, so den Studierenden wie den Lernenden, den persönlichen Kontakt, also die Interaktion, das Rückfragen und so weiter, das fehlt schon sehr. Und der Kontakt mit dem Team natürlich auch. Das ist zwar schön, dass man sich hier alle zwei Tage mal sehen kann, aber es ist doch was anderes, als eben direkt miteinander arbeiten zu können. Ja, glauben Sie denn, es ist in solchen Zeiten ein Vorteil, sich in der Psychologie auszukennen? Also denken Sie, Sie können vielleicht besser damit umgehen als andere Menschen? Ich denke schon, psychologisches Fachwissen hilft, die Situation zu analysieren, sich zu überlegen, wie sie auf psychisches Befinden Einfluss nimmt.
und sich auch Möglichkeiten zu überlegen, das psychische Befinden zu verbessern. Zu den 10 Tipps, die der Kollege Mühlich erarbeitet hat und auf die er vielleicht gleich noch Bezug nimmt, könnte ich einen ergänzen. Das ist die Freiheit, die wir haben, Vergleiche zu ziehen, mit welchen anderen Situationen wir die jetzige Situation vergleichen wollen. Wenn wir es mit der Situation, unserer eigenen Situation vor der Pandemie vergleichen, denken wir, dass das wirklich ganz schrecklich ist und was wir alles aufgeben müssen im Moment. Wenn wir es mit Pandemien, historischen Pandemien vergleichen oder mit der Situation in anderen Ländern, dann müssen wir feststellen, dass wir uns eigentlich ganz glücklich schätzen können. Das ist die Wahl zwischen einem Upward und einem Downward Comparison. Und diese Freiheit haben wir, um unser psychisches Befinden etwas zu beeinflussen. Ja, ich denke auch, dass das psychologische Fachwissen hier schon weiterhilft, wenn man Situationen besser beurteilen und einordnen kann. Aber auch, weil uns das psychologische und auch psychotherapeutische Fachwissen natürlich hilft, selber mit solchen Krisen besser klarzukommen und auch anderen Leuten besser helfen zu können. Ich habe dann ganz zu Anfang dieser Krise vielleicht sogar zunächst mal, um mich selber schlau zu machen, wie geht man damit um, eine Recherche gemacht, was kann man eigentlich dazu sagen, wo gibt es Forschungsbefunde, die hier irgendwie passen können, weil spezifische Forschung zu einer solchen Pandemie war sehr rar. Da gibt es kaum Ergebnisse. Es gibt aber Ergebnisse zum Beispiel aus der NASA-Forschung für lange Zeiten der Isolation, für längere Raumflüge zum Mars zum Beispiel. Da gibt es also Experimente, die über ein Jahr 5 Personen in einem geschlossenen Raum untersucht haben. Und da ist vielfältige psychologische Erkenntnisse resultiert, die man jetzt auch für solche Situationen dann nutzen kann. Und die eben angesprochenen 10 Corona-Tipps basierten eben auf dieser ersten Recherche, mal zu schauen, welche Situationen und welche Studien gibt es überhaupt, die jetzt hier für eine solche Situation Relevanz besitzen können. Und wie kann man die jetzt umsetzen für diesen, vor allem Lockdown? Das war ja das Thema Lagerkoller zu Beginn. Und da muss man schon sagen, wir haben natürlich in Deutschland schon eigentlich eine Luxussituation gehabt im Vergleich zu anderen Ländern wie Italien und Spanien, die wirklich eine komplette Kontaktsperre hatten. Man wäre ja viel näher dran an Schweden als an Italien, Spanien und Frankreich zum Beispiel, wo ich auch Verwandte habe, die ganz andere Dinge berichten. Und wenn man das wiederum vergleicht mit Ländern, die noch auf anderen Entwicklungsstufen sich bewegen, dann muss man sagen, haben wir natürlich hier ein hervorragend ausgebautes Gesundheitssystem und soziale Absicherung. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Konsequenzen, die in vielen, vielen anderen Ländern, übrigens inklusive der USA, jetzt drohen. Und insofern ist das auch mal eine Gelegenheit zu wertschätzen, was eine solche freie und demokratische Gesellschaft hier uns auch an Sicherheiten und Möglichkeiten bietet. Ja, Professor Mühlich, Sie sind ja auch während der Pandemie doppelt gefordert. Zum einen sind Sie in der psychosozialen Beratungsstelle aktiv und unterstützen dort die Studierenden. Und auf der anderen Seite bieten Sie in der Hochschulambulanz psychotherapeutische Behandlungen an. Merken Sie denn hier bereits Auswirkungen? Naja, das hat sich phasenweise entwickelt. Ganz zu Beginn hatten wir tatsächlich, so ungefähr 20-25% Terminabsagen, wo Patienten, die wir bereits in Behandlung hatten, eben zunächst mal sich nicht trauten, aus dem Haus zu gehen. Die haben wir dann geswitcht auf Online-Therapien. Da haben wir auch viele wertvolle neue Erfahrungen gemacht. Das kannten wir bislang so nicht, jedenfalls nicht so ausgedehnt. Und haben gelernt, dass man dieses Format auch in Zukunft für Menschen nutzen kann, die weniger mobil sind, also alte Menschen zum Beispiel oder Leute aus ländlichen Regionen, die lange Anfahrtswege haben. Wir haben dann ja auch die Corona-Hotline für einen Monat betrieben oder etwas mehr als einen Monat. Und da kamen eben auch viele Anfragen. Es war nicht so viel, wie wir vorher befürchtet hatten. Aber so ein halbes Dutzend täglich haben angerufen wegen Corona-spezifischer Probleme. Und dann hat sich das nach und nach weiterentwickelt. Die Problemlagen haben sich verschoben. Am Anfang war es vor allem die Ansteckungsangst, dann der Umgang eben mit der Isolation und mit auch häuslichen Konflikten, die resultieren. Und jetzt am Ende, die letzten 2-3 Wochen, stehen mehr die existenziellen Probleme im Mittelpunkt, also die Folgen der Corona-Krise. Wir haben jetzt also doch viele, die einen Job verloren haben, die mit ihrer Firma Insolvenz gegangen sind, die in erhebliche Lebenskrisen kommen, infolge eben dieser Schutzmaßnahmen vor allem durch die Pandemie. Professor Jahn, Sie haben sich ja während der Corona-Pandemie auch etwas überlegt, um die Menschen während der Isolation ein Stück weit aus ihrer Einsamkeit herauszuholen.
Das Projekt, das Sie gestartet haben, das nennt sich Morgenohr und dabei rufen Sie und Ihr Team nämlich seit einiger Zeit bei älteren alleinlebenden Menschen an und hören denen einfach mal zu. Haben Sie denn das Gefühl, damit helfen zu können? Ja, also wir hatten das Morgenohr-Projekt schon länger geplant, zusammen mit der Volkssolidarität Chemnitz, aber jetzt in der Corona-Krise ist es besonders wichtig, Menschen, die wenig soziale Kontakte haben, diese Möglichkeit zum Gespräch zu geben, sich über Sorgen auszutauschen, Informationen zu bekommen, Zuspruch zu erfahren. Das Projekt richtet sich an ältere, alleinlebende Menschen mit wenigen sozialen Kontakten. Mir ist wichtig zu betonen, dass es eine kleine Gruppe der älteren Menschen sind. Die meisten älteren Menschen sind sozial gut eingebunden und es gibt einsame Menschen in allen Altersgruppen, das wird der Kollege Mühlich bestätigen können. Deswegen richtet sich unser Angebot an eben diese bestimmte Gruppe älterer Menschen mit wenigen sozialen Kontakten. Und die hat es vor der Krise gegeben, die gibt es nach der Corona-Krise weiter. Deswegen soll es unser Angebot auch länger geben. Jetzt auf diesen Aufruf haben sich 50 Freiwillige gemeldet, die gerne Telefonpatenschaften übernehmen wollen. Wir sind dabei, die zu vermitteln. Und ich denke, dass wir jetzt damit helfen können und längerfristiger auch. Wir versuchen, die Interessenten für dieses Angebot über ambulante Pflegedienste zu finden, über das Geriatriezentrum, über den Seniorensozialdienst der Stadt Chemnitz. Es ist gar nicht so leicht, Menschen mit weniger sozialen Kontakten zu finden und anzusprechen, das liegt in der Natur der Sache. Ist aber eine schöne Idee. Wie genau läuft denn so ein Telefonat eigentlich ab? Ja, unser Ziel ist eigentlich, dass es freundliche, normale Gespräche von gleich zu gleich sind. Die Freiwilligen bekommen von uns Tipps zur Gesprächsführung, Hinweise für schwierige Gesprächssituationen und Stellen, an die sie sich wenden können, wenn besondere zum Beispiel gesundheitliche Probleme auftreten oder sonstige Bedarfe identifiziert werden. Die Freiwilligen fragen interessiert nach, wie das Befinden ist, was die Personen erlebt haben, was sie vielleicht für Pläne haben. Und bei sich entwickelnden besseren Bekanntschaften ergeben sich idealerweise ganz normale Gespräche und die Freiwilligen erzählen auch was von sich. Es sind einfach freundliche Bekanntschaften. Dann eine Frage an Sie beide. Mit welchen Problemen wenden sich denn die Menschen derzeit an Sie? Können Sie hier ein paar Beispiele nennen? Also in der Psychotherapieambulanz und auch in der Beratungsstelle hat sich verändert im Laufe der Zeit. Es sind viele, die unter der Isolation gelitten haben. Aber interessanterweise haben wir auch Patienten, die bereits in Behandlung waren wegen anderer Störungen, die diese Phase sogar positiv erlebt haben, nämlich als Entlastung, als Entschleunigung, als Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen, von Rollenaufgaben entlastet zu werden und die gesagt haben, dass das auch ihrer Störungsbewältigung sogar gut getan hat. Es gibt auf der anderen Seite Patienten, wo die Therapie geradezu stoppt, zum Beispiel bei Depressiven, die eben lernen müssen, wieder Aktivitäten wieder aufzunehmen und durchzuführen und sich einen Wochenplan zu machen. Da war tatsächlich eine starke Unterbrechung da, was die Symptomatik manchmal verschlimmert hat. Es gibt natürlich bei uns auch immer wieder Probleme mit häuslichen Konflikten. Dadurch, dass man so isoliert aufeinander hockte, je nachdem wie die Wohnverhältnisse waren, gab es also hier immer wieder auch Menschen, die sich wegen nicht bewältigbarer Konflikte an uns gewandt haben oder stellen sich vor eine Situation, ein Paar, was zusammen gewohnt hat, hatte eigentlich sich schon getrennt, wollte auseinanderziehen und konnte während der Corona-Krise das nicht vollziehen und ist dann eben mehrere Wochen hier in eskalierenden Konfliktschleifen gewesen. Oder wir hatten zwei tragische Fälle. Eine Frau, die unheilbar an Krebs erkrankt war und nur noch wenige Monate zu leben hatte. Und genau zu Beginn des Lockdowns dann sich nicht mehr verabschieden konnte von ihren Eltern, ihre Freunde und Bekannten nicht mehr besuchen konnte und sehr darunter gelitten hat, dass sie mit ihrem Partner nicht nochmal einen letzten Urlaub machen konnte, weil sie jetzt nicht mehr raus konnten. Und ein ganz besonders schlimmer Fall, das war ein Patient mit Locked-In-Syndrom. Das ist jemand, der praktisch komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist und nur noch mit Augenbewegungen und Zwinkern kommunizieren kann. Und der konnte das nur noch mit seiner Mutter und mit keinem anderen Menschen. Und die Mutter durfte über mehrere Wochen das Pflegeheim nicht betreten, sodass dieser arme
man dann tatsächlich über mehrere Wochen komplett von der Außenwelt abgeschnitten war und wir zunächst mal keine Möglichkeit gefunden haben, dieses Problem zu lösen. Das waren so die schwerwiegenden Fälle. Und dann gibt es natürlich auch Arbeitsüberlastung. Also Homeoffice hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt Kleinkinder zu Hause hat, Georg, vielleicht hatte ich das auch betroffen, meine Kinder sind schon ein bisschen älter, jetzt sie werden 11 und 15, das ging ziemlich reibungslos. Aber bei Kleinkindern, die dann durch die Wohnung toben, die man beaufsichtigen muss und gleichzeitig im Homeoffice Stress hat und arbeiten muss, das ist für viele auch extrem schwierig gewesen und hat zu enormer Stressüberlastung auch geführt. Das waren so Fälle, die in den letzten Wochen im Kontext von Corona vor allem aufgetreten sind bei uns. Ja, und die besonderen Gesprächsbedarfe in der Corona-Krise können Sie vielleicht selber nachvollziehen, wenn Sie sich überlegen, wie viel Sie mit Ihren Bekannten, Freunden gesprochen haben, sich ausgetauscht haben. Natürlich kann man Informationen selber recherchieren, aber der Abgleich, die Einschätzung zu teilen, ist was, was beruhigt und das fehlt Menschen, die wenig soziale Kontakte haben und das haben die Gespräche des Morgenohrs geleistet. Ganz allgemein die Problemlagen, die sich im Alter ergeben können, die zu sozialer Isolation, zu Einsamkeit führen können. Das sind das Versterben von Freunden und Partnern, die das soziale Netz einschränken können. Denken Sie an Personen über 80, da ist das ganz normal. Und wenn dann noch Mobilitätseinschränkungen dazukommen und verringerte finanzielle Ressourcen, dann ist es schwierig, unter Menschen zu gehen, am gesellschaftlichen Leben so teilzunehmen, dass man neue Bekanntschaften knüpfen kann. Das sind so die Risikofaktoren, die im Alter zu Einschränkungen der sozialen Kontakte führen können. Ja, was glauben Sie denn, wie es bei uns weitergeht? Also was wünschen Sie sich vielleicht für die Zukunft nach der Pandemie? Und glauben Sie vielleicht, dass wir eine andere Art der Gesellschaft haben werden? Was ich mir wünsche, ist, dass wir daraus Positives lernen, nämlich, dass man eben Dinge auch wieder zu wertschätzen, mehr zu wertschätzen weiß, die wir alle für so selbstverständlich betrachten, wie unsere Freiheit und Mobilität. Und dass wir auf der anderen Seite aber vielleicht etwas bewusster mit Dingen umgehen und vielleicht etwas weniger in den Flieger steigen und etwas weniger Dienstreisen machen, wenn man auch andere günstigere Wege hat, wo das geht. Ich finde es aber auch schön, diese zwischenmenschlichen Kontakte wieder zu genießen. Auch Körperkontakt ist etwas, was ein menschliches Grundbedürfnis sozusagen, auch mal jemanden in den Arm nehmen zu können oder die Hand zu schütteln, das ist ja auch ein sozialer Akt, der gut tut. Auf der anderen Seite ist dieses Ritual des überall und jedermann ständig die Hände schütteln müssens auch etwas Zweischneidiges, finde ich, was ich nicht unbedingt in aller Zukunft mir wünsche, dass es so bleibt, sondern man kann sich auch anderweitig begrüßen und dieses ständige Händeschütteln ist tatsächlich ein hygienischer Knackpunkt, an dem vieles dann auch nicht nur diese Epidemie, sondern andere vielleicht auch hängen. Insofern glaube ich, dass ich die Gesellschaft wird wahrscheinlich nie wieder ganz so sein, wie sie war. Es werden viele Dinge sich verändert haben, im Gesundheitswesen, struktureller Art, aber auch in den Einstellungen der Menschen, auch Lieferketten und andere Strukturen werden sich in der Gesellschaft sicherlich deutlich verändern, werden also am Ende nicht mehr zu der alten Normalität vollständig zurückkehren können. Aber ich freue mich darauf, dass vieles wieder gehen wird in naher Zukunft, zum Beispiel auch in den Urlaub zu fahren, wo ich jetzt mit meinen Kindern hoffentlich auch die Gelegenheit habe, im August wieder einigermaßen normal reisen zu können. Ja, ich denke auch, dass wir einige Zeit etwas vorsichtiger bleiben werden im persönlichen Umgang, Körperkontakt ein bisschen vermeiden. Wir werden unsere Freiheit mehr zu schätzen wissen und wir werden auf zukünftige Pandemien besser vorbereitet sein. Auch persönlich würde ich mir wünschen, dass die Wirtschaftshilfen und die strukturellen Veränderungen auch genutzt werden, um die schnell nötigen Anpassungen an die Klimakrise voranzutreiben. Das ist, glaube ich, hier eine Chance, eine positive Folge, die diese Krise haben könnte. Ja, Professor Jahn, Professor Mühlich, ich danke Ihnen recht herzlich für die Einblicke und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute. Vielen Dank, gleichfalls. Dankeschön. Ja, und sollten Sie noch Fragen, Anregungen oder Gästevorschläge haben, dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Bis bald und bleiben Sie gesund.